Kuppel geht's wieder steil bergauf. Man erinnert sich fast an Zeiten von Rekord, Kadett und Olympia. Sehr speziell für jugendliches Publikum hat der Opel nun zwei Modelle im Programm. Das ist dies der Adam und der Mokka, ein kleines SUV. Und ob der Adam die richtige Eva gefunden hat, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Der Opel Adam ist ein Kleinwagen, der manchen Großen alt aussehen lässt. Und er fährt mit Vollgas in jene Marktnische, in der sich bereits Autos wie der Fiat 500 oder der Mini tummeln. Das Design wirkt frisch, unkonventionell und dabei trotzdem nicht überdreht. Ergänzt wird das attraktive Paket durch einen Benzinmotor mit einer Leistung von 87 PS, der den Adam in 12,5 Sekunden auf 100 beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 176 Stundenkilometern erreicht. Zeit und einen Computer sollte man sich für die Wahl der Details nehmen. Denn der Adam bietet nicht weniger als 61.000 Ausstattungsvarianten für das Exterieur und 82.000 für den Innenraum. Damit kann man jedes Modell in ein absolutes Einzelstück verwandeln, vorausgesetzt, man wird mit der Suche nach der passenden Konfiguration überhaupt fertig. Opel hat es ausgerechnet. Die Chance, dass sich zwei vollkommen gleiche Adams begegnen, liegt bei 1 zu 30.000. Das Auto hinter mir ist ein echter Hingucker, er kommt auch von Opel und er lässt den Blutdruck in die Höhe schnell, fast wie ein starker Mokka. Angeboten wird der Mokka mit einem Benziner, der eine Leistung von 115 PS liefert, mit einem Verbrauch von 6,5 Litern auf 100 Kilometer, schont er nicht nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt. Das Design präsentiert sich jugendlich und frisch. Licht und Schatten ergänzen sich auf angenehme Weise. Man betrachtet den Mokka nicht einfach, man genießt ihn förmlich. Auch der Innenraum sieht alles andere als alt aus. Bereits die Einstiegsversion Cool & Sound bietet unter anderem einen Tempomat, einen Bergan- und Abfahrassistenten sowie ein Tagfahrlicht. Wer also das etwas andere Auto sucht, sollte sich den Mokka gönnen. Der tägliche Koffeinstoß ist mit ihm garantiert. Im nächsten Beitrag geht es um Nutzfahrzeuge, und zwar um Nutzfahrzeuge von Opel für Einsatzkräfte. Und wir sind hier beim Feuerwehrmuseum in Wels, wo traditionelle alte Opel Blitz-Fahrzeuge ausgestellt werden. Und die neuen wie Vivaro und Movano sind natürlich auch mit dabei. Heute eine Präsentation der neuen Opel-Einsatzfahrzeuge in einem Feuerwehrmuseum. Warum ist man da hierher gegangen? Ja, wir haben uns für diese Location entschieden, weil Opel eine große Historie hat in Bezug auf Einsatzfahrzeuge, in Bezug auf Feuerwehrfahrzeuge. Jeder kennt im Prinzip in Österreich den berühmten Opel Blitz, und das ist natürlich naheliegend, dass man so eine Location sich aussucht, wo auch wirklich Opel Blitz stehen, dass man hier unsere neue Nutzfahrzeugpalette präsentiert, unsere neuen Einsatzfahrzeuge präsentiert. Unsere Nutzfahrzeuge sind nach wie vor extrem zuverlässig, was sehr, sehr wichtig ist, gerade für Einsatzfahrzeuge. Und daher bieten wir ein weites Spektrum an. Wir fangen an bei unserem kleinsten Modell, dem Opel Combo. Das ist unser Kleinlieferwagen. Geht dann weiter zum Opel Vivaro. Das ist unser kompakter Lieferwagen, bis hin zum Opel Movano. Das ist unser riesengroßer Nutzfahrzeug, bis 4,5 Tonnen. Geht bis zu einer Ladelänge bis L4 mit einem Laderaumvolumen von bis zu fast 20 Kubikmeter. Der Kunde sagt uns, was er möchte, er gibt uns quasi die ganze Anforderung und wir machen für ihn das gesamte Angebot. Das heißt, er bekommt ein Fahrzeug fix fertig ausgeliefert, er kriegt den Schlüssel in die Hand, hat alles, was er benötigt, kriegt eine Rechnung und um den Rest kümmern wir uns.